So, und ein herzliches Willkommen zur letzten Folge für diese Woche. Okay, Hoteldach reparieren haben wir. Wobei ich wirklich hoffe, dass es das ist, was wir gemacht haben, und zwar das am Haus. Da würde ich mal sagen, machen wir jetzt in der Aufnahme, weil jetzt haben wir nur noch eine. Jetzt mit der Strecke anfangen, heute lohnt sich nicht wirklich. Das heißt, wir gucken mal heute die beiden Sachen hier. Dass wir unsere Wohnung noch ein bisschen eingerichtet bekommen. Ein bisschen häuslicher, quasi. Ne, Teppich ist ja relativ easy mit diesen Carpeten-Dingester-Bumster da, mit diesen flachen Woll-Dingern. Das schustern wir jetzt einfach mal für so einen Teppich. Wie ich die Küche gestalte, weiß ich offen gesagt noch nicht so genau. Ob wir da wirklich richtige Sachen benutzen, also ne, gibt es ja, wir haben ja diese Home-Decor-Mod und da gibt es ja Kühlschränke und alles Mögliche. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir da jetzt überhaupt noch haben, da jetzt eine richtige Einbauküche hinzuklatschen. Da klatscht es ja, aber kein Beifall. Ach Mann, oh, ich will sprinten. Mein Leben besteht aus Sprint. Ohne Sprint ist mein Leben sinnlos. Naja. Wir sind jetzt zum Glück da. So, her damit. So, und wie ich befürchtet hatte, hier ist nämlich schon alles ganz schön voll. Hier so eine richtige Küche hinbauen, wird eher schwer werden. Das heißt, wir müssen echt mal gucken, ob wir nicht manche Sachen doch ein bisschen anders organisieren, dass wir zum Beispiel sagen, okay, der PC zum Beispiel kommt hier ins Schlafzimmer. Dann würde ich mal... Ja, wie machen wir das denn am dümmsten? Oh Gott. Das Problem ist hier dieser große Ofen. Der verbraucht halt echt viel Platz. Und da stellt sich einem fast die Frage, brauchen wir den überhaupt noch? Weil ich meine, warm wird hier in dem Raum sowieso, weil hier alles offen ist. Das heißt, die Wärme, die hier in dem Raum entsteht, kommt sowieso auch hier rüber. Von daher brauchen wir hier eigentlich nicht extra nochmal einen Ofen. Vor allen Dingen nicht so einen großen Ofen. Das heißt, ich lasse vielleicht einen stehen und die anderen beiden, die mache ich aber weg. Ja, vor allen Dingen ohne Axt. Gut, okay, wir machen aber trotzdem erstmal hier einen Teppich rein. Beziehungsweise nein. Axt, danke. So, dann gucken wir mal. Du kommst weg. Achso, ja, ist noch was drin. So, dann kommt hier auch noch was. Ja, Gott. Oh mein Gott. Mein Leben ist eine Lüge. Packt hier gar nicht alles rein. Okay, komm, dann machen wir erstmal hier. Müssen wir so oder so früher loswerden hier. Früher oder später, meinst du doch. So. Die Kacke kann dann auch gleich mal direkt hier oben rein. Die können wir hier einmal rekombinieren und dann reinklatschen. Die Öfen auch. Und schon haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann sollte das Ganze auch passen. Perfekt. So, der Scheiß kann auch mal weg hier. Den brauchen wir nie im Leben. Beziehungsweise kann der später mit in den großen Raum, wo denn die Küche ist. So, du kommst nach da. Oh, dann kann nämlich hier dann der PC hin. Oh mein Gott, der Rechner kann, der Bildschirm kann fliegen. So, danke schön.
So, okidoki. Dann würde ich mal sagen, achso, ach komm. Erstmal die ganzen Blätter hier wieder reinpacken, ist ja hier Katastrophe. Also ich muss schon sagen, dieser Gummibaum, der hat schon eine echt geile Blattfarbe. Ne, dieses Türkis, das ist schon nicht schlecht. Sieht schon gar nicht mal so scheiße aus. So, okay. Dann kommt jetzt hier das Schreibtisch hin. Mit dem, warum haben wir jetzt zwei? Hä? Wir hatten doch nur ein PC hier. Kann mir irgendjemand sagen, warum wir zwei haben? Okay. Das nenne ich mal ein Bug. Was zur Hölle? Interessant. Gut zu wissen. So, haben wir hier noch einen schönen Sessel. Stelle ich denn den Rechner einfach hier hin oder stelle ich ihn hier auf dem Tisch auf? Ich würde mal fast sagen, ich stelle ihn hier auf den Tisch auf. Nee. So, macht schon mehr Sinn. So, PC ist auch an, sehr schön. So, dann haben wir jetzt nämlich hier ein bisschen mehr Platz. Die Scheiße kann auch mal komplett weg. Ja gut, das mit Shift funktioniert hier nicht ganz so prickelnd. So, wie machen wir das am dümmsten? Ich würde mal sagen, die Kiste hier... Scheiße, die ist ja voll. Uiuiuiui. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ein verrückter Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Scheiße? Okay, komm, dann hier ist gerade Platz drinne. Easy. So. Achso, ja genau, der. Egal, kommt auch erstmal mit rein. Die Werkzeuge kommen mal bitte nach unten in die Kiste, denn wir brauchen jetzt ganz viel Platz. So. Dann heißt das jetzt die Kiste auf leer. Wobei unser Inventar dafür halt nie ausreicht, nie im Leben. Das heißt, wir müssen definitiv anbauen. Scheiß jemand an. Ist hier Platz drin? Nein. Ist hier Platz? Nein. Fuck. 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 Ja gut. Ist hier Platz drin? Spaß. Offen gesagt habe ich keine Ahnung, was wir jetzt tun. Warte mal ganz kurz. Man ist ja kreativ. Fuck. Oder auch nicht. Ja, nee, ist klar. Moment mal, fehlt nicht was? Wo sind meine Stiefel? Hä? Nani? Hier raus hier glitscht? Nein. Ja, sag mal, wo sind denn meine... Hat
Hatte ich nicht gerade noch Stiefel? Hilfe! Hilfe! Warum habe ich jetzt hier drei freie Slots? Ja, sage mal. Warum habe ich jetzt mehr Platz als davor? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Na gut. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Ist ja nicht so, als wenn wir nichts Besseres tun hätten. Ich hoffe nur die Sachen disappear nicht. Ich meine, eigentlich habe ich 64 Objekte pro Sektor. Und ich meine, solange wie der Block hier sowieso geladen ist, also aktiv ist, sollte sowieso nichts verschwinden. Aber man sollte sich gerade bei solchen Sachen nicht zu sicher sein, dass das Ganze immer so funktioniert, wie man sich das auch hofft. Wie man ja an dem Verschwinden meiner Stiefel erkennt. Wo zur Hölle sind meine Stiefel hin? Das gibt's doch gar nicht. Die Kiste auf. Die Steine zum Beispiel fehlen. Sage mal. Glitzt hier was durch den Boden durch? Nee, kann ja nicht sein. Was zur Hölle? Warum sind die Schuhe da oben? Warum ist das was? Ist das? Hallo, Schuhe, bitte kommt hierher. Okay, guck. Digga, warum ist das hier alles hier oben? Was zur Hölle? Hä? Das macht ja mal sowas von überhaupt keinen Sinn. Was zum Geier? Was möchte mir Mindtest jetzt damit sagen? Wer genau braucht hier gerade Urlaub? Ich oder Mindtest? Digga, was ist denn? Warum? Also wenn die Sachen nach unten durch den Boden durchgeglitscht wären, hätte ich ja irgendwo verstehen können. Aber warum nach oben? Hier ist doch nichts. Okay. Wie ich schon in der allerersten Folge meinte, es gibt Sachen, die muss man einfach nicht verstehen. Ja? Das sind so Sachen, da denkt sich mein Test, weißt du, warum nicht? So macht die Motto. Okay. Hätten wir das auch geklärt. Danke dafür. So, jetzt machen wir mal das wieder und das brauchen wir auch und das auch und das auch und das auch und das auch. Und das auch. So, sehr schön. So, du kommst nämlich jetzt hier hin. Die beiden kommen dann da oben so hin und dann ist hier quasi meine Angeberecke. Ja gut, das eher nicht so. So, nein. Das Schild kommt denn dahin, das Schwert kommt dahin. So, meine kleine Angeberecke. Das Haus ist Angebertechnik. Hier Regenbogenkacke, hier Regenbogen-Nierenkatze und alles überhaupt. So, und hier haben wir jetzt schon viel Platz für eine Einbauküche. Vielleicht verschiebe ich auch den Ofen nach links. Puh, macht das Sinn? Aber ganz ehrlich, Öfen habe ich persönlich lieber in der Ecke. Andererseits macht eine Küche, ne, so eine Eckküche, halt auch durchaus Sinn. Nee, ich glaube, ich mache die Küche tatsächlich hier und vielleicht werden auch die beiden Fenster dran glauben. Weiß ich noch nicht so genau.
Müssen wir uns mal überlegen. Aber gut, das erst in der nächsten Folge. Wie lange geht jetzt die Folge überhaupt schon? Ich habe keine Ahnung. Meint es? Ja, doch, okay. Gut, dann würde man sagen, machen wir nächste Folge, nächste Woche mal weiter. Ja, die Küche haben wir jetzt gar nicht geschafft, Fußball auch nicht, wir mussten jetzt noch was vorbereiten. Genauso wie bei der Bahnstrecke. Wir wollen die Bahnstrecke machen, brauchen aber die ganze Zeit für die Vorbereitung. Jetzt wollten wir die Küche machen, brauchten aber dafür die ganze Zeit für die Vorbereitung. Wir haben von dem, was wir machen wollten, nichts geschafft. Ist das nicht genial? Ist das nicht diese typische Berliner Bautechnik? Wir sind jetzt genauso gut wie der BER. Deutsche Ingenieurskunst. Geniale Technik. Okay, gut. Damit verabschiede ich mich dann auch. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Nichts schaffen. Bis dann.